Spitzentennis von morgens bis abends, das bedeutet, es war wieder Zeit für die Berlin-Brandenburgischen Mannschaftsmeisterschaften des TVBB. Am Sonntag standen die heiß erwarteten Finalspiele auf dem Programm ausgetragen auf der Vereinsanlage der Füchse Berlin. Für den Verein war es etwas ganz Besonderes, ein Turnier in dieser Größenordnung auszutragen und zahlreiche Top-Nachwuchsspieler auf seinen Plätzen begrüßen zu dürfen. Für uns eine tolle Veranstaltung, sowas hatten wir noch nicht in der Größenordnung. Und wir haben super Tennis gesehen, tolle Spiele bei den Mädels und Jungs. Bei den U14-Jungs lieferten sich die Spieler des Tennisclub SCC und der Spieler von LTTC Rot-Weiß einen echten Kampf. Die beiden Delura-Palomero-Brüder Diego und Mariano konnten ihr Team mit zwei Einzelsiegen zwar in eine gute Position bringen, da die beiden anderen Einzel aber an Rot-Weiß gingen, musste die Entscheidung in den Doppeln fallen. Das erste ging dabei glatt in zwei Sätzen an den TCSCC, während sich das zweite zu einem echten Krimi entwickelte. Diego Delura Palomero, der eigentlich noch U11 startberechtigt ist und in seiner Altersklasse deutschlandweit auf der Nummer 2 steht, schafft hier ein starkes Comeback mit seinem Partner Paul Damrath. Am Ende siegten die beiden mit 10:8 im Match-Tiebreak und konnten sich über den Gewinn der Mannschaftsmeisterschaft freuen. Bei der weiblichen U14 gab es bereits am Samstag eine große Überraschung. Die Vorjahresmeisterinnen vom Tennisclub SCC schieden mehr als unglücklich und auch nicht ganz verdient gegen den TK Blau-Gold Steglitz aus. 3:3 nach Matches und 48:49 nach Spielen. Das war natürlich sowas wie das vorgezogene Finale. Im Endspiel siegte das Blau-Gold-Team um die deutschlandweit drittplatzierte Sonja Tschernikowa, die so wie Diego Delura Palomero eigentlich noch in der U11 spielen könnte, dann auch mit 4:2 gegen die Zehlendorfer West. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Und ich finde es ziemlich gut, wie wir als Mannschaft auch zusammen kooperiert haben. Und ich finde, dass wir das richtig gut gemacht haben. Erstens, man ist stolz, dass man eine so gute Teampartnerin hat und dass man einfach gewonnen hat. Und zweitens, man fühlt sich einfach viel stärker als davor. In der U18-Altersklasse gab es gleich ein Doppelderby. Sowohl bei den Damen als auch bei den jungen Männern standen sich der LTTC Rot-Weiß und der TC Blau-Weiß gegenüber. Bei den Damen konnten am Sonntag aber noch keine neuen Mannschaftsmeister gekrönt werden. Nach den Einzeln mussten die Doppel bei einem Spielstand von 3:1 für den TC Blau-Weiß aufgrund der Uhrzeit auf den nächsten Mittwoch verlegt werden. Bei den jungen Männern gab es die Entscheidung aber noch am Sonntag. Die Einzel waren mit 2:2 wieder ausgeglichen und die Doppel mussten entscheiden. Jonas Pelle-Hartenstein, der erst vor wenigen Wochen eine sehr erfolgreiche Saison bei den ersten Herren des LTTC abschloss, musste sich hier etwas überraschend mit seinem Doppelpartner André Fried geschlagen geben. Da Maximilian Sperling und Jonathan Schleicher ihr Doppel aber bereits vorher gewinnen konnten, hatten die Rot-Weißen am Ende doch noch Grund zum Jubeln, auch wenn das Endergebnis mit 3:3 und nur einem Satz Vorsprung äußerst knapp war. Ja, ich habe mit 3 Assen dann nochmal beendet. Das war dann halt nochmal wichtig, aber ich glaube, im Endeffekt war es eigentlich dann sehr solide und klar. Für die jungen Männer von Rot-Weiß war es nicht nur ein Sieg, sondern auch die gelungene Revanche für die letzte Hallenmannschaftsmeisterschaft. Ja, ist unbeschreiblich, dass wir gewonnen haben. Im Winter hatten wir ja ganz knapp gegen Blau-Weiß verloren und jetzt haben wir die Revanche bekommen. Damit stehen die neuen Berliner Mannschaftsmeister in den Altersklassen U14 und U18 fest. Wer sich die Entscheidung bei den U18 Damen live anschauen möchte, ist am Mittwoch um 17 Uhr auf dem Clubgelände des LTTC Rot-Weiß herzlich willkommen.